Ja, hallo und herzlich willkommen zum neuen Video auf Stefans kleine Welt auf meinem YouTube-Kanal. Im letzten Teil habe ich ja Segment 3 und 4 und 3 bekorkt, die Gleistrassen, einmal die Kehre und den mittleren Teil des Schattenbahnhofs 1 sowie die vordere Paradestrecke 1. Und in diesem Teil werde ich mit dem Segment 2 weitermachen, das ist ja die große. Die große Trasse, wo die Hauptabstellung drin ist. Guck, liegt hier schon grob zugeschnitten. Das klebe ich jetzt gleich ein im Zeitraffer. Und dann geht es schon weiter mit Segment 1. Der Ausfahrt vom Schattenbahnhof und Einfahrt sowie der vordere Teil von der Paradestrecke 1. Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß mit diesem Video. Beziehungsweise nicht weiterhin, habe ja nichts gezeigt, sondern ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Video. Ne? Ja, dann drehe ich jetzt einmal die Kameraposition, dass ihr auch was sehen könnt. Und dann geht's los. Viel Spaß. So, ihr Lieben, es geht los. Ich werde jetzt das einmal mit Kleber benetzen. Werde ich wie am Anfang auf Segment 4 mit der Dose drüber gehen. Das ist nämlich schon eine große Fläche. 3/4 Quadratmeter bestimmt. Ist ja wieder der Spachtel, der ein bisschen sauber gemacht. Ging auch ganz gut angetrocknet. Also halbe, dreiviertel Stunde. Das ist grob angekratzt mit dem Spachtel und dann konnte ich das so runterzwirbeln. Recht gut, das könnte ich auch noch abkriegen, aber jetzt keinen Bock drauf. Naja, wie gesagt, ich mache das hier in Zeitraffer mit Kleber und dann werde ich direkt das Kork einfügen. Das ist jetzt alles schön benetzt. Jetzt tun wir direkt feucht den Kork auflegen. Und zwar fange ich hier in der Ecke an, muss das Segment aber einmal rüberziehen, damit ich da hinten schon mal rauskommen kann. Lege ich den schön hier auf. Passt gut. Hier eine Reihe vorne. Natürlich auch nicht vergessen. So, der Kork liegt. Jetzt wird das alles schön
gedrückt. Schmatzt noch schön, das heißt, dass er meinen Kork schön anhaftet und wird somit dann automatisch beidseitig benutzt. Ich lasse das gleich antrocknen, ein paar Minuten, und dann drücke ich das nochmal richtig nach mit der Rolle. Das überall schön angedrückt haben. Lass ich das ein paar Minuten ziehen. Und wenn das gezogen ist, schalte ich wieder ein. So, weiter geht's. Muss die Musik ein bisschen leiser machen. Ja, eine kleine Faltenbildung, ist überhaupt nicht schlimm. Einfach gut andrücken. Sollten die verschwinden und verschwunden bleiben. War schon relativ viel Kleber. Hälfte jetzt auch getan, aber ist auch in Ordnung. Erstmal die Kontur nachschneiden. So, jetzt sind Konturen nachgeschnitten. Tue ich das nochmal nachholen. Ein bisschen mehr Druck.
So, das war's. Jetzt muss ich nur noch hinten dort den Übergang zuschneiden. Das mache ich eben ohne euch. Ich kann euch ja mal hier vorne zeigen, wie das aussieht, wenn es fertig ist. Habt ihr ja auch schon am Segment 3 sehen können, wo ich vorhin die Paradestrecke gemacht habe. Aber ich zeige euch das einmal. So. So sieht das fertig aus. Beziehungsweise noch einmal nachschleifen. Ein Schleifklotz und dann ist es perfekt. So, bis später. Ja, das war jetzt ein bisschen kürzer. Das war Segment 2. Segment 2 ist dann damit auch fertig. Im Teil 18. Und nun werdet ihr dann nächste Woche oder die Tage im Teil 20 dann dementsprechend Segment 1 sehen, wie ich das bekorke. Danke fürs Zusehen. Wenn es gefallen hat, würde ich mich über ein Abo freuen und über ein Like nach oben. Also Daumen nach oben. Like nach oben. Gibt auch Like nach unten. Ihr wisst, was ich meine. Macht's gut.